So, jetzt ist sie weg. Okay, schon mal nicht getötet. Okay, jetzt höre ich irgendjemanden reden. Und wo ist der? Das ist alles nur in meinem Kopf, denke ich. Durch Christus unseren Herrn. Amen. Halt die Klappe. Ha, ja. Okay. Ich weiß nicht, wo der Herr redet. Oh, die Tür, hallo. Wer sind... Niemand? Das ging jetzt aber fix. Moment, ich muss erstmal wieder die Das ist aber das ne? Das to bury the dead. Das ist die, die vorher da war, oder? Die Affäre. So. Oh je, ich nehme das Murakami-Buch. Das wird wohl nix. Okay. Offensichtlich hat sich das mit der erledigt. I'm afraid that woman's head can't be stitched again. But maybe you could place Polly's little finger in the freezer. You'd increase her chance of becoming a famous pianist one day. Ich werde nicht mehr auf dich hören. Du hast meine Tochter verletzt, du Wichs. Ich werde nicht mehr auf dich hören. Obwohl, ich sollte vielleicht gerade auf ihn hören. Ah, it was you who harmed her. You knew what had to be done to prevent that. His name wasn't real, but his words were sincere. Remember our first conversation? Yeah. So why do you act like a hopeless case? Do you want to end with a bang? You're a monster, and monsters don't have reflections in mirrors. Deswegen habe ich keine Reflexionen hier in den Spiegeln. Das ist deswegen so, weil die Nutte hat eins. Wir gucken nochmal, die hat dann Reflexion. Da, also man sieht es zumindest mal so ein bisschen, ist jetzt schlecht. Also man sieht da den Fuß oben, ne? Und ich habe keinen, aber in keinem einzigen Spiegel, ne? Ja. Zeig dein Gesicht, du Feigling. Gib zu, wer du bist. Wahrscheinlich ich selbst. Zeig dein Gesicht, Feigling. Okay, but you have to take care of that fucking satellite dish. I can't find the right frequency. When you fix it, we'll talk face to face, and I hope you'll wise up at last. Okay. Also Gott sei Dank habe ich ja vorher schon gesehen, dass hier noch eine Nummer hängt. Eben wegen Aerial and Satellite Express. Da rufe ich jetzt gleich mal an. 663-2132. Schon die Nummer vergessen. 663-2132. 663-2132. Ist allerdings auch wieder, ne? Also zu nicht-christlicher Stunde, ne? Wo wir da anrufen. Satellite Express, how can we help you? Mach Antenne ganz. Seit 3 Tagen habe ich ein Problem mit dem Signal. Ja. I see.
Have you tried changing the position of your antenna? Ich weiß nicht mal, wo hier eine Antenne ist. Ich verstehe, haben Sie versucht, die Antenne zu drehen? Ich kann es nicht. Ist hier irgendwo eine Antenne? Weiß nicht. Also in der Küche wahrscheinlich nicht. Ja, das hat nichts gebracht. Ich kann es nicht, sage ich jetzt einfach mal. You must be joking. You don't know how to align your antenna? Ich weiß nicht, wo die Antenne ist. Dafür gibt es Techniker. If you wish, you can file a complaint to our customer service center. Bye. Och. Also ein falsches Wort gesagt, ne? Wo ist denn hier eine Antenne, bitte? Oh Gott. Polizei. Lass mal schnell Beweise verschwinden, wa? Wo sind die denn? Hallo? Ja, ist ja nur blöd hier, ne? Dumm gelaufen. Also. Ne? Sirenen gehört. Tote Prostituierte im Bad. Tote Prostituierte im Wandschrank. Wobei ich sie nicht aktiv getötet habe. Ich meine, das habe ich mit der anderen auch nicht gemacht. Die ist ja mehr oder weniger explodiert. Aber dennoch, ja. Was soll ich jetzt machen? Oh, bury me. Das ist ja nicht schlecht gemacht jetzt. Aufmachen. Wo soll ich die denn begraben? Kühlschrank? Das will die nicht. Wo soll ich denn bitte? Wo soll ich denn jetzt bitte den Kopf begraben? Ja. Aufmachen. Gehen Sie weg von hier. Hier ist es gefährlich. Ich öffne. Wer ist da? Polizei. Ja, war mir schon klar. Der Kopf ist zum. Hä? Was ist das denn? Hä? Der Hals guckt noch raus. Naja. Und keine blöden Spielchen. Das ist ein Irrtum. Gut, dass ihr gekommen seid. Selber raus oder ich trage dich raus. Ist alles nicht so, wie es scheint. Nicht ich bin schuldig. Was passiert, wenn ich aufgebe? You have to take responsibility for what you've done. Nicht ich habe mich in diese Lage gebracht. Ich möchte nicht hinter Gitter. Ich habe nichts Böses gemacht. Ja, ein bisschen schon, ne? Wenn wir so ins Bad gucken. Oh ja? So, who framed you? Ich folge nur die Befehle eines Irren. Wenn ich es sagen würde, würde ich meine Familie in Gefahr bringen. Machen wir mal das. Sie würden es mir nicht glauben. Ich mach das mal mit der Familie. So now you're such a good hubby and dad. Who would have thought? Open the fucking door. You got 10 seconds or you're gonna get a headshot from our sniper. Sie hören sich nicht an wie ein Polizist. Soll er schießen? Soll er schießen? Okay, das ist eine Aufforderung. Ich öffne. Bitte nicht schießen. Ich öffne? Wise choice. Thank you for opening the door. Sie sehen nicht aus wie ein Polizist. Er tut auch nicht. I know a few of them. Seems like enough. You'd think I'd make a good policeman? Denken Sie, dass ich mich für die Polizei eigne? Sie hätten diesen Zirkus hier nicht aufführen müssen. Mit solch einem Schauspieltalent könnten Sie eine Anstellung im Theater finden. Tatsächlich, ja. I'm sorry, I just wanted you to notice me. Ich wollte nur, dass Sie auf mich aufmerksam werden. You wouldn't have opened the door to a homeless man. Eigentlich nicht. Anders würden Sie einem Obdachlosen nicht aufmachen. Sie haben recht. I thought you'd say that. Everybody turned their eyes from me. Gehen Sie bitte weg, Süchtigen.
Wie kam es dazu, dass sie obdachlos sind? It's a long story, you know. I've wasted a good chunk of my life. 20 years they kept me in a cage. It's hard to find yourself in a new reality. Okay. Waren sie im Gefängnis? Sie denken sich das, glaube ich, wieder aus. Waren sie im Gefängnis? Yes, way too long. Wegen Mord? Wie ich das Leben kenne, für die Unschuld. Was haben sie gemacht? They say I slit my wife's throat. Angeblich hast du deiner eigenen Frau die Kehle durchgeschnitten. Also er hat das jetzt eigentlich für sich gesagt. Ne? Also der englische Text war I slit my wife's throat. Also ich habe meiner Frau die Kehle durchgeschnitten. Allerdings übersetzen sie es jetzt hier, als ob er mich zu mir sagen würde, also zu dem Protagonisten, dass er seine Frau mit seiner Frau die Kehle aufgeschlitzt hätte. Angeblich. Wieso? Angeblich? Wann hat sie in irgendwas hineingeritten? I don't know. Er weiß es selber nicht. The evidence was so strong, I'd put me there myself. Thing is, I don't remember shit. Damn, I shouldn't have told you this. Wozu sind sie eigentlich gekommen? I just wanted to ask for something to eat and drink. But after you've heard all of this, I guess I can forget about it. Aber ich verstehe, dass nachdem sie das gehört haben, ich auf nichts mehr zählen kann. Dass nachdem sie das gehört haben, ich auf nichts mehr zählen kann. Ne? Gott wird über sie richten, nicht ich. Ich bringe ihnen gleich etwas. Thank you, but it's not for me. Please give it to the Church of St. Dimphna. They accept gifts for poor children. I won't be taking your time any longer. Goodbye. Okay. Ist aber immer noch hier. Ja, also dafür, dass das Spiel in der Stunde eigentlich durch sein sollte, bin ich jetzt auch schon wieder knapp 1,5 Stunden dran, ne? Aber ich bin ja nicht der Schnellste, das weiß ich ja. Ich soll irgendwas der Kirche spenden. Aber ich kann nichts nehmen. Erstmal alles wieder zu, ein bisschen aufräumen hier, ja. Muss ja auch mal sein. Ich blick noch nicht ganz, was das hier mit dem Stummel da soll. Dieser Kopf sagte mir, ich solle ihn begraben. Wo denn begraben, bitte? Scheint jemand im Bad zu sein? Nee. Guck mal, da ist doch schön in der Wanne. Ach. Das ist, Entschuldigung. Das sieht makaber aus, ne? Aber. Was? Was? Okay, das war definitiv die Tür. Da gehe ich mal rum und guck nach, wer da ist. Jetzt ich selbst. Okay. Es passieren merkwürdige Dinge hier. Ich weiß nicht, warum sie passieren. Ich weiß nicht, wie lange sie noch passieren. Ich höre das herangetreten. Sonst bringt sie mich um. Sag mir, wer du bist, sonst lasse ich dich nicht da rein. Wer wird dich töten? That woman! Please let me in! Lass mich raus, sie haben es komisch übersetzt. Ich öffne nicht, beruhige dich, ich mache ja schon auf. Wer sind sie? She leave? Wer sind sie? Was? Warum legen sie sich hier? Sie wussten, er wusste gleich, wo das Bett ist. Ist sie weg? Ich glaube schon. Are you sure? She appears out of nowhere. Do you have a cross or any pictures of saints?
Maybe we should pray. Vielleicht das über dir? Ein Kreuz habe ich auch irgendwo hängen. Mache dir keine Sorgen, in diesem Haus kommt nichts Böses. In dieses Haus kommt nichts Böses. Würde ich jetzt mal nicht so unterschreiben, ne? Versuche dich zu beruhigen. Dafür gibt es sicherlich eine rationelle Erklärung. Absolut. For a flying woman with blood all over her nightgown chasing me through the city? Ja. Hast du was genommen? Geht es dir gut? Vielleicht war sie verletzt und wollte, dass du ihr hilfst. Fuck, she appeared out of nowhere and followed me, flying several feet over the ground. Ja. You don't believe me, do you? Ein bisschen. Ich weiß, was du denkst. Ich selbst habe auch beschissene Dinge gesehen. Es fällt mir schwer, mir das vorzustellen. Ich selbst habe auch beschissene Dinge gesehen. Allerdings, seit anderthalb Stunden fast. Something's wrong with this goddamn city. Vielleicht. I travel a lot, but I've never seen anything like that before. Wer bist du überhaupt? Ich muss wohl sehr müde sein. Du musst wohl sehr müde sein. Wer bist du überhaupt? Does it matter? I'm a hitchhiker. I was hoping for a long vacation this year, and now I feel like I'm going home with gray hair on my head. Wohnst du weit weg? Ich denke, dass wenn du ein wenig ausruhst, alles wieder zum Alten zurückkehrt. Ja, schauen wir mal, ne? Do you think I can get some sleep at your place? Hey, lass mal, also bleib mal liegen, ja. Hast I feel quite safe here. Kannst du, so oder so ist es Gesellschaft. Das ist eine schlechte Idee. Nee, lass mal. I won't stay for long, I promise. I just need some sleep. Schau nur nicht in den Sch... Ja. Ist der jetzt eigentlich grün, gelb, rot oder pink, der Bohrer? Schau nur nicht in den Schrank. Wir wollen ihn mal nicht doch drauf stoßen, ne? Thank you. I'll make it up to you. Good night. So. Alles klar. Augen. Es ist interessant, das Spiel, muss ich schon sagen, aber ich... Eben, also ein paar Sachen ist... Wie gesagt, dass ich die Dame hier im Schrank eigentlich getötet habe, obwohl ich das eigentlich explizit nicht wollte. Egal. Ich höre Fernseher rauschen oder sowas. Jetzt filmt das Ding auf den Schrank. Vielleicht hätte ich das doch im Dunkeln spielen sollen, dann käme es noch ein bisschen besser rüber, ne? Aber es reicht schon so eigentlich. Okay, Telefon klingelt. Ist der noch hier? Da ist niemand. Okay. Well, at last! Why did you leave everything and get away without a word? The client just called. He's pissed as fuck. You should have been there a long time ago. Ist mir egal, ich habe gerade wichtigere Sachen. Ich verspäte mich. Der hat aber vorher schon angerufen. Ich musste noch etwas erledigen. Ich bin gleich da. Mach ich mal. I've had to take care of something. I'm on my way. Get a move on or your boss will kick you the fuck out. I gotta get back to work. Unsere Stimme war jetzt die Stimme dieses Irren. Und nun? Okay, ich kann den Kopf nicht nehmen, der ist es. Finger, Kopf, oh, oh. Telefon? Wo ist das Telefon?
Okay, die Prostituierte ist auch weg. Telefon ist weg, Prostituierte ist weg. Den Koffer machen wir mal zu. Hier ist auch kein Kopf mehr drin, oder? Nee. Das Telefon hat doch bis eben noch geklingelt. Wo ist denn das jetzt hin? Der Kopf da im Schrank, wieso? Oh! Sehe ich da jemand in dem Zimmer? Erhangen. Ja, ist wohl gewesen, ne? Die Musik ist relativ laut, ich weiß nicht, ob ich noch zu hören bin. Ja. Auf jeden Fall scheint es das jetzt mal gewesen zu sein. Interessant. Durchaus interessant. Nicht schlecht, aber ich weiß auch nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Ja, vielleicht auch noch mal spielen. Es scheint ja mehrere Wege zu geben. Irgendwie. Aber naja, jetzt haben wir einen Weg hier gefunden und der ist hat offensichtlich damit geendet, dass wir uns selber erhangen haben. So habe ich das jetzt zumindest, so verstehe ich das. Also, ja, aufgrund unserer schweren Schuld, die wir auf uns genommen haben. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist das jetzt an dieser Stelle beendet nach, ja, anderthalb Mal so lang, wie es eigentlich gedacht war. Aber ja, trotzdem noch recht kurz. Werde ich aber, denke ich, in ein Stückchen schneiden ein bisschen. Aber das seht ihr ja dann. Jawohl. Also, ich lasse den Abspann jetzt noch auslaufen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gern ein Däumchen nach oben da lassen. Oder zwei. Geht halt nur einer pro. Egal. Und ja, wenn ihr möchtet, gerne noch ein Abo da lassen, falls ihr das noch nicht habt. Und über einen Kommentar würde ich mich auch noch sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr möchtet, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr auf dem Kanal. Würde mich freuen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen nochmal. Ich klinge mich jetzt aus. Und tschüss.